Ho ho und herzlich willkommen zur Auflösung zum ersten Gewinnspiel, Weihnachtsgewinnspiel hier von uns auf unserem Kanal Famarama Crew. Ja, jetzt schauen wir uns doch erstmal nochmal an, was bekommt man denn? Man bekommt als erster Platz einen Salzbaum und als zweiter Platz ein Handwerksprodukt nach, also kann man sich aussuchen. Nur jetzt haben wir ein Problem, es haben leider nur drei mitgemacht. Ich kann ja mal sagen, wer einmal Marcel Glas. Er hat auf einen normalen Stall getippt, dann Muffin 72, einen Sonderstall und Topsti auch mit einem Sonderstall. Und das heißt jetzt, wenn Marcel, also wenn es jetzt ein normaler Stall werden sollte, hat er automatisch schon begonnen. Und wenn es ein Sonderstall wird, dann wird am Rad gedreht, weil es ja zwei mitgenommen, teilgenommen haben. So. Und jetzt schauen wir mal an, was hier rauskommt. Ein Sonderstall oder einen normalen Stall. Ja, jetzt fragen sich wahrscheinlich, aber was, wenn der Marcel denn gewinnt? Es gibt auch einen zweiten Platz auch noch. Ja, ich habe mir überlegt, wenn es so sein sollte, dann darf Topsti und Muffin 72 sich ein Handwerksprodukt aussuchen. So, dann ernten wir mal unseren Stallmeister. Ein Sonderstall, das heißt schon mal, tut mir leid Marcel, du hast nicht gewonnen. Und jetzt machen wir hier unseren schönen Random, also unser, wie heißt denn das, Rad da, wo wir auslosen. Haben wir mal Muffin 72, dann haben wir Topsti. So. Oh, jetzt ich wieder tippt. Müssen wir das Ganze nochmal machen. Muffin 72. So. Jetzt bin ich ja gespannt, wer hier gewinnt. Herzlichen Glückwunsch. Topsti, du hast einen Salzbaum gewonnen. Muffin, an dich geht ein Handwerksprodukt. Schreib uns doch bitte, welches du dir wünschst. Ja, und jetzt machen wir einen kurzen Cut. Dann geht es nämlich schon weiter mit dem Gewinnspiel Nummer 2. Jetzt geht's weiter. Nämlich, jetzt sage ich euch, was ihr beim zweiten Gewinnspiel gewinnen könnt. Der erste Platz bekommt eine Textilmühle. Für die wo es nicht wissen, die Textilmühle ist das der Handwerksproduktionsstall von den Eichhörnchen. Und dann wieder als zweiter Platz ein Handwerksprodukt, das man sich aussuchen darf. Die Auflösung findet am 13.12.2015 statt. Was müsst ihr machen? Das zeige ich euch jetzt. Ich habe hier eine Segelmacherei und diese produziert Partyflügel. Eure Aufgabe ist es jetzt zu schätzen, wie viel Partyflügel ich hier in meiner Scheune besitze. Wer gewinnt? Der, wo am nächsten dran war. Und der, wo am nächsten dran war, bekommt die Textilmühle. Und der, wo als zweiter am nächsten dran war, ein Handwerksprodukt nach seiner Wahl. Also wünsche ich jetzt noch euch einen wunderschönen zweiten Advent und viel Glück. Ciao, und ich hoffe, es machen mehr mit. Wird uns sehr freuen. Ciao.